Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossout. Ich habe eben schon mal geschaut, ob ich da so ein Benzinfass habe. Aber die Sache ist halt die, ich brauche bei den Engineers hier für die Herstellung, glaube ich, wie, wo war das? Hier, Benzinfass, Rang 6. Und ja, das dauert noch ein bisschen. Erlaubt den Erhalt von Treibstoff in Mission. Gibt 5 Liter Treibstoff. Mehrere Fässer erhöhen den Gewinn nicht. Explodiert bei der Zerstörung. Das ist halt auch so eine Sache. Also, damit kann man halt wieder Benzin sammeln. Was irgendwie ein bisschen irrational ist, wenn man damit rumfährt mit dem Benzinfass. Aber okay, egal. Also auf jeden Fall, das darf während eines Gefechts nicht zerstört werden. Man muss, glaube ich, gewinnen und Fahrzeug darf auch nicht zerstört werden, weil gut, dann ist das halt eh kaputt. Sonst bekommt man halt das Benzin nicht. Und das Benzin braucht man halt für. Das Benzin braucht man für auf jeden Fall Raids. Ich weiß nicht, ob es noch andere Missionsarten gibt, wofür man das dann braucht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass dass man für schwerere Raids dann auch mehr Benzin braucht. Also ist schon generell die beste Idee, wenn ihr ein Fahrzeug habt und ihr sofort das Benzinfass freischalten könnt, beziehungsweise bauen könnt, das sofort zu nehmen und auf jedes Fahrzeug drauf zu packen. Man muss natürlich gucken, wie man das am besten macht. Hier, die Viper ist jetzt da nicht unbedingt so ein Kandidat für, weil wenn ich das hier hinten drauf packe, dann sticht das natürlich schon sehr hervor. Und die können das alle sehr einfach zerschießen. Gut, wir haben jetzt hier noch Tagesaufgaben. Das heißt, ich muss jetzt noch zwei Gefechte abschließen. Zwei Gefechte gewinnen, um das dann zu bekommen. Aber dann fehlt doch noch eine Tagesaufgabe. Wir haben hier natürlich auch noch. Schließe eine Tagesherausforderung ab. Und besondere Events. Ja, da habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Aber wir machen erstmal hier mit den normalen Missionen weiter. Das war gucken. Jetzt einfach mal zwei gewinnen. Ich hoffe, das geht jetzt mal vonstatten. Ganz flott. Dann können wir uns das andere schon mal anschauen, was es da noch so gibt. Und ja, bis Level 6, beziehungsweise bei den Engineers Rang 6, ist jetzt die Frage, wie lange das noch dauern wird. Aber ich würde auf jeden Fall gern heute noch diese Tagesaufträge abschließen. Mal gucken. Und ja, ich glaube in Zukunft, ich werde das dann quasi off-cam machen, wenn ich das spiele, wenn ich die Zeit habe. Und nicht dann immer ein Video dazu machen, sondern ich mache das so ein bisschen ergänzend. Weil sonst kann ich da wirklich 10.000 Crossout-Videos hochladen. So, wir haben jetzt sogar. Oh Gott, wir haben mehr Spieler. Ja, was heißt, oh Gott? Jetzt ist die Frage, wie stellen die sich an? Gegen Bots war das natürlich easy peasy. Aber ich bin jetzt da, aber die fahren alle links lang. Das ist natürlich super. Also, nee, dann fahre ich nicht rechts lang. Das könnte da knicken. Ich fahre nicht allein da auf der rechten Seite. Das, nee. Und ich bleibe hier schon direkt hängen. Das sah jetzt sehr merkwürdig aus. Da sind schon zwei von uns explodiert. Das läuft ja. Und die sind dann natürlich alles hier in so einem Pack. Das Pack. Jetzt explodier doch! Selbstzerstörung. Ach so, man kann sich. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Alles klar. Gut, ich warte jetzt einfach mal hier. Vielleicht kann ich ja noch mal ein bisschen. Ja, die sind alle zu weit weg, wenn da jetzt irgendeiner rankommt. Ich habe jetzt noch 88 Strukturpunkte. Ja, natürlich. Wenn ich hier direkt auf menschliche Gegner treffe, kriegen wir hier voll auf die Nase. Gut, das könnte dann wohl etwas länger dauern. Was ist denn das für ein Karren?
scheint ein bisschen was zu fehlen. Okay, das mit der Selbstzerstörung ist natürlich böse, wenn man Schrotflinten benutzt. Da müsste ich mich eigentlich so mit dem Zerstören zurückhalten, dass ich maximal die dann zum Brennen bringe. Und ja, wegfahre. Ist natürlich super jetzt, dass jetzt hier auf einmal so viele unterwegs sind. Also wann nehme ich das jetzt hier auf? So, ja, kurz vor sechs, viertel vor sechs. Gut, die anderen beiden Videos, das eine war vormittags, das andere war, glaube ich, so mittags. Also ja gut, da sollte man auch generell dann schon sehen, dass das... Oh, verdammt. Ja, der zieht uns hier ganz schön durch die Gegend. Ja, das war es jetzt nicht wirklich wert. So, du brennst. Von dir halte ich mich jetzt mal fern. Dir geben wir hier noch einen mit. Du hältst aber auch ganz schön viel aus. Was ist denn da los? So, du brennst. Dann könnt ihr den jetzt mal erledigen. Fahren ist nach wie vor schon keine einfache Sache. Toll, wir sind hier wieder in der Unterzahl. Das hat es jetzt aber auch nicht gebracht. So viel Schaden habe ich da jetzt auch nicht gemacht. Und wir verlieren natürlich direkt wieder. Okay. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht auch direkt schon aus dem Match rausgehen und was Neues suchen. Da muss man wirklich warten, bis die kaputt sind. Ach Mann. Schon wieder so ein großer Unterschied. 5-1. Das läuft ja. Ich würde fast sagen, dass ich das in dem Video nicht mehr schaffe. Ich gucke mal, ob ich dann die, zumindest die Aufträge später noch so hinbekomme für mich. Und ist natürlich noch die Frage, wie wir das mit den anderen Auftrag machen, weil ich glaube, das ist dann auch nochmal irgendwie eine andere Missionsart, irgendwas in der Richtung. Mal schauen. Wie sieht das denn aus hier mit PS? Da sollte man natürlich auch immer Blick drauf haben. Aber gut, ich kann das halt von den Werten jetzt auch noch nicht so einschätzen. Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Das ist natürlich, man muss halt schon ein bisschen gucken. Da kommen direkt schon welche. Der war clever, der hat mir einfach einen Reifen abgeschossen. Ob das jetzt Absicht war, ist halt die große Frage. Los, komm, ich würde den gerne erledigen.
So, ich springe mich jetzt hier einfach mal. Warum hat denn das jetzt so lang gedauert? Backspace-Taste ist da echt ein bisschen unpraktisch. Ist direkt hinter dem Mikro. Muss mal gucken, ob ich die vielleicht noch irgendwie auf Maus oder so lege. Das könnten wir aber gewinnen. Das Teil fährt da noch immer rum. Das sieht ja auch interessant aus. Hat was von einem Trecker. Gewonnen! Jawohl! Geht doch! So. Gefecht! Das geht auch immer recht fix. Ja, das ist schon mal super. Also selbst wenn man mit Bots oder gegen Bots spielt, Hauptsache man wartet hier nicht irgendwie 5 Minuten. Ich habe früher mal ein bisschen Smite gespielt und teilweise bei manchen Spielmodi, ja, war das jetzt nicht so toll. Was bist du denn? Okay. Wir haben Flugzeug. Ach, das ist so gut. Yay, immerhin Abschusshilfe. Also ich muss jetzt echt nochmal schauen, wie ich das am besten mit diesen Schrotflinten da mache. Wie gesagt, das ist mit der Selbstzerstörung. Das ist jetzt aber echt ein bisschen... Verdammt. Ja, hätte ich mich mal vielleicht in die Luft sprengen sollen. Wo sind die denn jetzt alle? Also man merkt schon, die schießen alle gern auf die Reifen. Was auch absolut verständlich ist. Gerade wenn man dann so einen Flitzer hat, der dann 90 km/h schafft normal und da schon ein bisschen schneller durch ist. Das ist ja hier der reinste Moshpit. Noch einer. Ja, das haben wir wieder verloren. So, Gefecht. Statistikkram gucke ich mir gar nicht so lange an. Dauert nicht mehr lange bis Level 5. Und die Sache mit dem Benzin ist, das wird doch einmal täglich aufgefüllt. Das heißt, ich habe einmal 60. Das heißt, gut, dann sollte ich am Tag dann schon so 3 Raids machen, damit ich das optimal ausnutzen kann. Oder auch mehr, wenn ich dann halt so ein Benzinfass noch bekomme. Bei 5 Benzin, da braucht man dann 20 für so einen leichten Raid. Da muss man schon 4-mal gewinnen, überleben und Benzinfass dann auch haben. Ja. Munitionspakete kann man auch später noch verbauen, beziehungsweise kann man sich bauen. Das ist auch gut zu wissen und ich bin mal gespannt, was es denn hier noch so für unterschiedliche Waffenarten gibt. Hier, ich glaube, sind schon... Ja,
Jawohl, zerstört. Das sieht bisher wieder gut aus. Aber das täuscht auch so ein bisschen mit der Ansicht, wer denn da noch am Leben ist und wer halt nicht. Wow. Das ist natürlich... Uiuiui, das ist schon dicker Brocken da. Ich würde gerne mal hier weg. Sammelt schön und gut. Wir sind auf dem Vormarsch. So. Uiuiuiui. Ja, fahren und gleichzeitig schießen. Das ist auch eine Kunst für sich. Jetzt fehlt mir da vorne wieder ein Reifen. Wie gut, dass ich das jetzt schon gemerkt habe. Warum explodierst du nicht? Die halten aber auch alle schon ein bisschen mehr jetzt aus. So, du brennst. Erledigt. Da waren es noch zwei. Ja, was ich eben noch gesagt habe von wegen... Das täuscht ein bisschen, wie viele da noch am Leben sind und wer schon erledigt ist. Einfach aus dem simplen Grund. Die können halt noch am Leben sein, aber so gut wie tot oder haben halt keine Waffen mehr und so weiter und so fort. Uns fehlt jetzt hier noch eine Tagesherausforderung. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Wir haben ein seltsames Funksignal von den Blutfelsen entdeckt. Ich habe so etwas noch nie gehört. Die Erforschung könnte sich lohnen. Ich habe die Blutfelsen auf deiner Karte markiert. Aber sei vorsichtig, da draußen sind viele Raider und ich habe außerdem gehört, dass in letzter Zeit etwas Seltsames vor sich geht. Man sagt, dass die Leute verrückt werden oder so. Lass niemanden in deinen Kopf. Das klingt ja schon mal gut, aber was das genau bedeutet, schauen wir uns nächstes Mal an. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.